Um das Drachendurcheinander ein wenig in Bahnen zu lenken, entschlossen sich Drachenexperten der verschiedensten Jahrhunderte zu teilweise recht abenteuerlichen oder absonderlichen Klassifikationen. Eine sich zum Teil anbietende Gliederung übernahm Karl Schucker in seinem Drachenbüchlein. Hier wird zwischen Schlangendrachen, Halbdrachen, klassischen Drachen, Himmelsdrachen und Neodrachen unterschieden. Schlangendrachen zeichnen sich in der Hauptsache durch einen riesigen Schlangenleib, einen gehörnten Drachenkopf und ein Krokodilsmaul aus. Sie haben weder Beine noch Flügel. Halbdrachen besitzen im Gegensatz dazu zwei Beine und manchmal Flügel. Zu ihnen zählen laut Schucker beispielsweise die Lindwürmer. Die klassischen Drachen sind diejenigen, die schon weiter oben beschrieben wurden, mit vier Beinen, Schuppenpanzer, manchmal Flügeln und mehreren Köpfen und dergleichen mehr. Unter anderem aus diesem Grund wird hier der Basilisk ausgenommen, dessen Kopf, Füße und Flügel Merkmale eines Hahns als eines Drachen besitzen. Allerdings sind auch in diesem Punkt Kompromisse, wie etwa im Falle des Bibeldrachen, der Nagas und des Muschus-Schuh, auf dem Ishtar-Tor unumgänglich. Die obige, vorsichtige Definition ist also lediglich als eine Leitlinie, als ein roter Faden zu betrachten und nicht als eine kategorische Forderung. Von hier aus kommt mir die Stadt immer wie ein kleines Märchenreich vor. Ja, wie wunderschön. Der Drache ist vom mutigen Drachenjäger besiegt worden. Die Einwohner der Stadt begrüßen und ehren ihn. Okay, ich gebe auf. Sag mal, wo ist deine Mama? Die ist noch einkaufen gefahren. Und woher hast du diesen schrecklichen Kriegshelm? Und den Helm habe ich von meinem Freund aus der Schule geschenkt bekommen. Er hat zwei kleine Löcher, aber er geht doch noch. Na, diese zwei Löcher haben einen anderen Drachenjäger bestimmt das Leben gekostet. War das eine Kugel, Opa? Aber Sebastian, Drachen haben doch kein Maschinengewehr. Geht, Opa. Es war höchstwahrscheinlich ein Blitz oder ein Laserstrahl. Du spinnst, Opa. Drachen haben auch keine Laserwaffen. Oh. Gnädig, o Herr, verschone meinen Max und meinen Sebastian und alle Kinder dieser Welt. Sie sollen nicht erleben, was ich als Kind erleben und sehen musste. O Allmächtiger, lass nie wieder einen Krieg auf dieser Welt ausbrechen. Es liegt in deiner Macht. Alles ist in deiner Macht. Opa, was ist los? Warum schreist du? Ach, Sebastian. Ich bin so glücklich, dass ich euch habe. Thank you.
Ребенка не водите больше, только сами. Пришли к брату. Все вместе. Чтоб мне так страшно было. Спустились в подвал с детьми женщины, с детьми спустились в подвал. И прилетел снаряд во двух. Нас осыпало в порубе. Двоих детей. Они спасли. Когда это закончится все? Не знаешь, куда бежать. Кто нам детей вернет? Кто? Люди, услышьте нас. Здесь больше тысячи человек. Детей. Маленьких. У которых у всех температура. Роженица есть. Это тут раненый, тут боль. Тут сложно. Помогите нам. Пожалуйста, остановите всю эту историю. Дайте коридор. Вывести женщин, детей и раненых. Пожалуйста. В первую очередь. Пожалуйста. Я не знаю кто. Я не знаю как. Остановите, блядь, это. Все нормально.